Hallo und ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Wir sind in Tel Aviv. Gestern angekommen, aber waren richtig fertig, haben auch nichts mehr gemacht. Deshalb beginnt der Vlog jetzt und wir sind gerade am Strand und das Wasser ist hammermäßig. Es sind über 30 Grad. Also genau wie man es gehört. Und ja, aber wir nehmen euch mit, weil nächste Woche ist auch hier Pride und wir gehen morgen wahrscheinlich zu so einer Poolparty und so. Das wollen wir euch nicht vorenthalten. Wir haben euch jetzt gar nicht so richtig mitgenommen den Tag über. Aber es liegt auch daran, dass wir so viel mit Sophies Eltern auch sind. Und dann halt auch am Strand und haben wir die Handys zu Hause gelassen. Deshalb kamen wir nicht so viel dazu. Aber es ist so krank heiß heute. Wir haben einfach 38 Grad. Und es man jetzt konnte... Immer noch mega warm. Ja, es ist jetzt 23 Uhr oder so. Und es ist so heiß. Ja, deshalb waren wir eigentlich die ganze Zeit nur im Wasser. Wir waren heute Morgen auf so einer Poolparty irgendwie. Ja, war eigentlich ganz cool, weil wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt mit so Cocktails und keine Ahnung was, aber irgendwie war das nicht so das Ding. Aber ja, jetzt gehen wir nochmal los und holen uns noch ein Eis. Und morgen, ja, wir machen glaube ich überwiegend Strand. Irgendeinen Tag fahren wir noch nach Jerusalem, aber ich weiß nicht wann welchen Tag, aber vielleicht filmen wir da ein bisschen mehr. Also mein Eis sieht jetzt schon ein bisschen fast aufgegessen aus. Meinst du auch? Aber es schmeckt sehr, sehr gut, aber es war auch echt teuer, also... 5 Euro für eine Kugel ist schon doll. Wow, wir sind jetzt hier am Restaurant angekommen für heute und es ist so schön hier. Also jetzt gerade, ich sag euch, auf dem Video wirkt es nicht so, aber in echt ist es wirklich super schön. Leider war das Essen ein bisschen enttäuschend, weil das Fleisch so wabbelig war und so ein bisschen wie Dönerfleisch. Aber wir laufen jetzt gerade an der Promenade lang und suchen jetzt eine Beachbar und dann können wir da einen Cocktail trinken. Wir haben eine Beachbar gefunden. Und hier läuft übrigens auch richtig gute Musik, aber jetzt gerade zum Glück nicht wegen Gamer. Es ist was richtig Cooles passiert. Wir sind dann irgendwann auf einen Club gestoßen und das war tatsächlich so eine Pride, so ein Pride-Event und wir sind 8000 Jahre nicht reingekommen, haben dann erstmal einen Deutschen kennengelernt, der sehr übernett war, also falls du das siehst, liebe Grüße an dich. Der ist dann natürlich auch irgendwann direkt reingekommen, wir natürlich nicht. Es war aber auch sehr, sehr, ach so, es ist grün. Es war aber auch sehr extrem männlich, also es waren eigentlich nur Typen 90%. Da. Ja, oh, wenn nicht mehr, ey, wirklich. Und wir sind natürlich erstmal nicht reingekommen, weil es war auch ausverkauft. Und dann haben wir nochmal zwei Typen aus Deutschland kennengelernt, die auch nicht reingekommen sind, aber dann auch vor uns reingekommen sind. Also die waren schon sehr wählerisch, auch, also es war schon wirklich sehr männerlastig. Naja, auf jeden Fall standen wir dann so lange und geduldig da, dass die uns dann auch irgendwann reingelassen hat. Und es war wirklich, wir sind reingekommen. Also es war richtig nice, aber es war wirklich 98% Männer, ja. Oberkörperfrei, richtig wild am Updancen. Da haben wir uns dann zugestellt und haben dann so... In der einen Ecke vorne rechts gesehen, ach, da sind die Girls. Das ist unsere Gay-Ecke. Weil es war auch wirklich so, also da haben welche was gehabt und da, also es waren so Couples quasi. Und da haben wir uns dann so ein bisschen dazu gestellt oder dazu getanzt. Ja. Und da haben die uns auch angesprochen und meinten, ja, seid ihr straight oder bla. Und wir waren so, nee, wir sind ein Paar. Und dann waren die halt auch alle gay waren. Was sie danach meinten, haben die uns sehr herzlich aufgenommen in deren Kreis. Und da meinte Sophie schon so, ja, boah, ich glaube, dass, also... Nee, das, ich weiß, die sehen so aus. Ja, genau, sie meinte so, ja, die sehen so aus wie so TikTok, aber das sind die, glaube ich, nicht, weil die sind ein bisschen zu groß von der Reichweite und so. Ich glaube, die sehen nur sehr aus wie die. Ich habe keine Ahnung, wovon sie redet, weil ich die auch noch nie auf der For You hatte oder so. Und dann haben wir so mit denen gefeiert und bla. Die sehen halt wie so ein Couple, was ich halt von Influencern kenne. Also so die einzelnen, also die eine sah halt mega doll aus wie die eine von diesem Couple und die andere halt mega doll wie die andere. So, und deswegen habe ich das voll doll im Kopf verbunden und war so, boah, voll krass, das, die sehen wirklich denen so ähnlich. Turns out, die haben dann irgendwann voll viel mit uns geredet und so, haben auch ihre Freunde und so mit einbezogen. Dann sind wir noch auch in eine andere Bar und bla. Haben die Namen und dann, genau, und dann haben die sich uns dann auch irgendwann mal vorgestellt. Als es dann ein bisschen ruhiger war und es waren dann auch die Namen, es waren dann wirklich diese TikTokerinnen und dann sind wir noch mit denen in eine andere Bar und bla und haben noch was getrunken und so, aber es war so ein krasser Zufall. Ja, aber voll krass, dass wir einmal weggehen und direkt so aus Versehen so ein bisschen Leute, die in dem Bereich wirklich arbeiten, getroffen haben und so und die waren richtig, also richtig nett, war das auch wirklich, also
Die haben es jetzt nicht raushängen lassen oder irgendwas. Und auch die Freunde und so waren richtig nett. Aber ja, war ein funny Abend, dann sind wir mit denen noch weitergegangen und so. Aber jetzt sind die irgendwie nach Hause. Und wir gehen jetzt auch nach Hause, aber war sehr, sehr lustig. Ich habe einfach voll vergessen zu vloggen. Ich weiß auch nicht mehr, was ich das letzte Mal gevloggt habe. Es ist natürlich wieder klar. Auf jeden Fall waren wir heute den ganzen Tag am Strand. Und haben nicht so wirklich irgendwas Krasses gemacht. Aber auf jeden Fall fahren wir jetzt in so eine Bar und treffen uns. Und deshalb vlogge ich jetzt auch heute noch uns mit so zwei, die auch Instagram machen. Und auch ein Gay-Couple sind. Und es gibt nämlich so eine Bar und heute ist da irgendwie so eine Lesbian-Special-Night oder so, keine Ahnung. Und deshalb treffen wir uns jetzt mit denen, haben quasi ein Blind-Doppel-Date. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Und deshalb gibt es nachher natürlich noch kurz ein Resultat, wie es war. Vielleicht zeige ich euch auch zwischendurch kurz was. Und dann beende ich nämlich den Vlog. Guten Morgen, es ist ein neuer Tag. Wie ihr seht, haben wir gestern nicht mehr gevloggt, was wäre auch ein bisschen weird gewesen tatsächlich. Oh Gott, weil wir haben uns ja mit zwei Girls getroffen, die wir auch nicht kennen in echt. Und es wäre irgendwie so komisch gewesen, hätten wir gesagt, wir filmen das jetzt mal. Deshalb haben wir es dann gelassen. Aber kurzer Recap, also waren so zwei Girls, die hier in Israel wohnen. Das ist auch ein lesbisches Paar, die wir über Instagram kennengelernt haben. Und wir waren mit denen in so einer Bar, wo so eine Gay-Veranstaltung war. Und erst war es tatsächlich sehr leer, aber es war ganz cool, weil wir waren halt zur Happy Hour da. Und die kannten dann da auch noch drei andere. Und deshalb waren wir dann so eine bisschen größere Gruppe und wir haben uns richtig gut unterhalten. Und es war echt mega nett. Und wir waren dann auch, also wir haben uns bestimmt so 4 Stunden unterhalten oder so. Oder 3,5 oder so. Und haben viel auch über Instagram gesprochen, viel darüber, wie man sich kennengelernt hat, Coming Out und sowas halt. Aber war richtig nett. Und es ist halt auch richtig cool, dass dadurch, dass man irgendwie so Connection über Instagram aufbaut, man dann auch in mehreren Ländern halt so Leute hat oder irgendwie, ja, Leute doch, mit denen man halt was machen kann. Das ist richtig nice. Und die Musik da war auch hammer mega. War Hammer. Und wir sind dann auch tatsächlich, also Sophie und ich sind dann auch noch ein bisschen länger geblieben, weil wir noch ein bisschen getanzt haben. Und ja, waren dann aber gar nicht so spät im Bett, also war richtig gut. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum Strand. Ich beende aber jetzt auch diesen Vlog hier an dieser Stelle. Ich hoffe, ich schaffe es zeitnah, ihn zu schneiden. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche Montag um 18 Uhr. Ich glaube, dieser Vlog kommt dann wahrscheinlich ein bisschen außerhalb meiner Zeiten, also quasi nicht Montag, weil Montag war ja schon. Aber wir werden sehen. Also ich hoffe, dass ich das Zeit nach hochladen kann und dass ihr nächstes Mal wieder am Start seid. Tschüss!